So, kurzer Disclaimer, wir befinden uns ja tatsächlich gerade auf so einer Art von Road to 1K. Also vielen Dank für den Support da auf jeden Fall und lasst gerne weiterhin kostenloses Abo da, wenn euch das gefällt, was ich hier auf dem Kanal mache. Wir haben die Prozentzahl schon gut runterbekommen hier an Zuschauern. Ohne Abo geht natürlich noch ein bisschen mehr und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und ein Moinsen zum Podcast nach dem Wolfsburg-Spiel und vorm Pokalspiel gegen Freiburg, das dann das Jahr 2020 in seinem Pflichtspiele abschließt. Ja, wir fangen erstmal mit ein bisschen, ja, ne, wir kennen es ja, ein paar News, die noch ein bisschen neben den Spielen laufen. Nämlich unsere VfB U21 hat einfach 8-1 gewonnen gegen Mainz am 19. Dezember und da muss man einfach sagen halt, oder deswegen ist es so interessant, weil erstmal Eckloff getroffen hat, dazu war auch Armada in der Startelf und so Leute und halt einfach der Viererpack von Sanko, unser Top-Talent, was wir von Stoke geholt haben. Ist auch ein Artikel zu, Mohamed Sanko setzt ein Ausrufezeichen und wird befördert. Der darf jetzt irgendwie scheinbar, glaube ich, zu einer Partie von hier, genau, das letzte Pflichtspiel des Jahres für den VfB 2, da darf dann dabei sein. Quasi eine Schiene nochmal hochgesprungen, auch ganz cool. Auch schön, Silas gewinnt den Bundesliga Rookie Award. War ja mehr oder weniger zu erwarten, so auch bei den Gegenkandidaten hat er gewonnen. Schönes Ding, verdientes Ding. Kommen wir schon zum Wolfsburg-Spiel. Da war natürlich erstmal schwierig, ne, weil Arnold und Roussillon und so Kollegen und Corona-Fälle, ne? Also ist da Wolfsburg schon relativ hart getroffen worden mit Corona-Fällen vor dem Spiel noch, was uns jetzt zumindest mal unsere Ausgangslage nicht verschlechtert hat vor dem Spiel. Gehen wir mal rein. Startelf, ja, war vielleicht ein Ticken überraschend, dass ein Castro nicht drin war, für den war eigentlich ein Didavi drin. Vorne hätte ich auch eher einen Sasa gesehen, eigentlich als einen Gonzales. Und hinten dann Mavropanos raus zu Stenzel, das war mehr oder minder okay so, weil, keine Ahnung, Mavropanos immer so ein bisschen eine Gefahrenzone ist, vor allem in Sachen gelbe Karten und gelbe-rote Karten. Der ist sehr schnell immer gelb verwarnt, da hat er wahrscheinlich einfach die ruhigere Person mit Stenzel gewählt, sonst war ja auch schon mehr oder minder so zu erwarten. Ja. Gehen wir ins Spiel rein. Man kann eigentlich nur sagen, dass dieses Spiel eigentlich, wenn alles normal läuft, ein Unentschieden ist, ne? Spiel beginnt eigentlich, also wie gesagt, die ersten 2-3 Minuten habe ich nicht gesehen, weil Sky Go gespastet hat. Das hat nicht funktioniert im Livestream, danach hat es geklappt. Fängt damit an, dass du eigentlich in 9 Minuten einen Elfmeter bekommen musst. So, da gibt es gar keine zwei Meinungen. Das ist ein Elfmeter, der wahrscheinlich dann auch sehr wahrscheinlich dann zum 0-1 geführt hätte. Dann ist das Spiel auch ein anderes, ne? Wie gesagt, hätte Fahrradkette, aber das ist ein Elfmeter. Ich frage mich ehrlich, wie man das nicht pfeifen kann. Jetzt mal ohne Spaß, wie kann man das nicht pfeifen? Dieser Elfmeter wird bei allen 17 anderen Bundesliga-Clubs gepfiffen. Das soll jetzt gar nicht krass salty rüberkommen oder so, aber es ist einfach der Fall. Videobeweis und wir, das wird diese Saison oder wird generell gefühlt nichts mehr. Ne? Wir hatten schon so viele Szenen. Das Ding gegen die Bayern von Förster zum Beispiel, auch in Dortmund hättest du Elfmeter kriegen müssen, da ist nur halt nicht so aufgefallen, weil du das Spiel dann ja sowieso einfach nur krank gewonnen hast beim BVB. Also, keine Ahnung, es ist halt einfach ein Elfmeter. Fertig, aus. Hat man dazu, glaube ich, auch irgendwann mitten im Spiel gesagt, fand ich ganz lustig, gegen Ende dann als Mangala ein ähnliches Foul gemacht hat, ein taktisches Foul, was dann gepfiffen wurde, hat Matarazzo reingebrüllt, wenn das ein Foul ist, dann ist das ein Elfmeter. Ja, so einfach ist es. Und auch nach dem Spiel, als Matarazzo am Spielfeldrand stand und die Szene nochmal gesehen hat, hat er auch gesagt, ich sehe da keinen Ball. So, das war auch ein schönes Ding, ne? Weil der geht nur auf den Spieler, rempelt nur den Spieler weg. Matarazzo mit dem schönen trockenen Kommentar zu, ich sehe da keinen Ball. Fand ich überragend, aber stimmt halt auch, ne? Ja. Sonst relativ ausgeglichenes Spiel. Wolfsburg hat so ein paar Halbchancen. Wir haben so ein paar Halbchancen. Ja. War es in der ersten Halbzeit? Ich glaube ja. Ich suche es gerade im Ticker, bin aber gerade ein bisschen lost. Aber es müsste auch in der ersten Halbzeit noch gewesen sein, als Silas die Riesenchance hatte, das 0-1 zu machen. Hat auch schon mal reingemacht, das Ding, gegen Mainz und so weiter. Das ist auch, das ist kein Ding, was hundertprozentig rein muss, aber schon ein
dick unterstrichenes und großgeschriebenes kann man machen. Wird schön runter, schön rechts rausgespielt, die Davi schöner Ball. Und er legt dann einfach wirklich knapp links am Pfosten vorbei, Leiter aus, ja, mehr oder minder spitzen Winkel. Also das, ne, in der ersten Halbzeit hättest du eigentlich wirklich eher 0 zu 1 geführt. Wolfsburg hat auch ein Tor erzielt, das aber dann wegen dem Rempler gegen Anton abgepfiffen wurde. Da kann man so ein bisschen sagen, ja, das kann man vielleicht auch geben. Ist nicht so eine klare Fehlentscheidung, das nicht zu geben, wie es der Elfmeter war, aber da hat man so ein Ticken zumindest, ausgerechnet in Gerechtigkeit gehabt, so ein bisschen, auch wenn der Elfmeter immer noch ein bisschen höher wie war. Der war eindeutig und das Foul zum, was halt also geführt hat, dass das 1-0 nicht gepfiffen wurde, nicht gegeben wurde, war halt schon ein Foul, keine Ahnung, das ist so irgendwie quasi 1 zu 0,5, wenn ihr versteht, was ich meine, so quasi 1, eine vollwertige Fehlentscheidung und so eine halbe Fehlentscheidung in Richtung Wolfsburg, aber zumindest so ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit. Dann zur zweiten Halbzeit fängt ganz besonders toll an mit dem 1 zu 0. Anton Foul, alles in Ordnung, Freistoß und dann wirklich Alter, das wird in den höheren Plätzen in einem Ranking in Sachen Kacktor der Saison reinkommen. Regalo schießt den Ball eigentlich blind irgendwie, was weiß ich, wo der hinschießen wollte, blind an Sosa ran, von da aus prallt er an Silas und von da aus prallt er oder kullert er in die Mitte, wo dann halt Kobel auch schon abgetaucht ist, weil er halt gesprungen ist, schon gehechtet ist und kommt da halt nicht mehr ran mit dem Fuß. Also wirklich das Kacktor des Jahrhunderts. In der 60. kam dann, angenommen, es stimmt, davor war noch die Szene mit Brekalo, wo er kurz keine Luft bekommen hat. Das war ganz komische Szene, aber ihm geht es jetzt hoffentlich auch, glaube ich, wieder gut. In der 60. dann Silas und Massimo, Silas und Koulibaly raus, Klimovic und Massimo rein, war eigentlich ganz gute Wechsel. Klimovic vor allem gut, der Wechsel für Wamed Gituka an dem Tag. Klimovic auch richtig guter Fußballer, aber halt noch einmal mit ein bisschen Abschlussglück hat er auch nochmal eine Szene gehabt in der zweiten Halbzeit. Ja, Massimo war auch ganz gut, aber bei dem habe ich noch ein bisschen wie auch bei Sosa, war gut, bei Sosa noch mehr, quasi noch früher war, doof gesagt, aber bei dem habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, keine Ahnung, dass dem noch am ehesten irgendwie mal ein Ball wegspringt oder da irgendwie mal ein Ball vertändelt, irgendwie ein Fehlpass spielt oder sowas. Bei dem fehlt mir noch so ein bisschen das Vertrauen darin, dass der ganz, ganz sicher am Ball ist. Aber gut, der ist auch noch jung, ne? Auch noch Potenzial da drin. Und dann, ja, 70. muss halt das 1 zu 1 fallen. Richtig schön, Klimovic spielt ihn rechts raus. Der Ball kommt tatsächlich durch. Wolfsburger rutscht vorbei. Massimo und González laufen quasi frei auf den Keeper zu. Massimo liegt drüber, González kriegt den Ball an. 6 Meter oder sowas, zentral vom Tor, wo der Keeper auch eigentlich quasi nicht mehr im Tor ist, sondern halt hinterher hechtet noch. Also vom leeren Tor zum Ball. Trifft den Ball nicht ganz und der Ball holpert rechts am Tor vorbei. Also das muss halt das 1 zu 1 sein. Das ist eine 150-prozentige, die muss halt rein. Hat aber so ein bisschen vom Gesamtauftritt von González gezeugt an dem Tag. Der war eher unglücklich da vorne drin. Und ja, da komme ich später auch noch dazu in dem Tweet. Keine Ahnung, González muss mal ein bisschen an seinem Verhalten noch arbeiten in manchen Szenen. Dann kam Kalajdzic noch für Stenzel, ähnlicher Wechsel wie da gegen Union mit Kalajdzic für Kempf. Stürmer für Verteidiger, wo er sogar auch eine Riesenchance gehabt, wo wir mit allem irgendwie was wir hinten drin hatten, den Ball auch irgendwie rausgeprügelt haben. Also hatten auch eine gute Chance aufs 2 zu 0 dann. Dann kam noch Clement und Castro, war jetzt nicht mehr so viel, was da passiert ist. Noch ein paar Halbchancen, ein paar scharfe Bälle von uns rein. Das Tor wollte aber nicht fallen, dadurch verlierst du 1-0 gegen Wolfsburg, die damit auf den vierten Platz rücken. Wir bleiben auf Platz 7. Trotzdem eine sehr, sehr starke Tabellensituation und Tabellenposition nach 13 Spieltagen. Und wie gesagt, jetzt zum Beispiel in Wolfsburg wäre für mich jetzt auch ein Unentschieden verdienter gewesen als die Niederlage. Aber mein Gott, Wolfsburg ist einfach ekelhaft zu spielen auswärts. Wolfsburg auswärts bleibt für uns einfach, ja, bleibt einfach scheiße für uns. So einfach ist es. VAR bleibt auch einfach scheiße. Schiedsrichterleistung war auf beiden Seiten nicht so besonders. Spiel war auch kein besonderes Spiel, aber halt am Ende des Tages eigentlich einfach ein Unentschieden. So.
Ist einfach ein unschönes Spiel eigentlich. Aber gut. Dafür hatten wir mit ein bisschen. Meines war damals auch. Damals, das war vor ein paar Tagen eigentlich auch ein Unentschieden-Spiel an und für sich, aber da hatten wir ein bisschen mehr Glück, weil in den letzten 5 Minuten. So ein bisschen mehr Abschlussglück vor allem, dass du in den letzten 5 Minuten noch zweimal eiskalt triffst mit dem Millionenspiel. Also gut. In Wolfsburg kann man mal verlieren. Ist in Ordnung, weiter ein starker Saisonstart. Und fertig ist das Thema Bundesliga für 2020. Gehen wir ein paar Tweets durch. Im Zweifel alles gegen uns. Immer. Dann hier fand ich wunderbar, weil man kennt ja diesen VfB-Schiris, Account, der immer die, keine Ahnung, ich dachte, der bringt ein bisschen mehr Aufklärung, aber der bringt eigentlich im Endeffekt nur die Entscheidung, quasi VR-Entscheidung quasi nochmal schriftlich auf Twitter. Keine Ahnung, hat einer das quasi geschrieben, Hashtag Wolfsburg VfB, neunte Minute, Schiedsrichterentscheidung, kein Strafstoß, Grund der Prüfung, Foulspiel, Ergebnis, eindeutiger Strafstoß, Finalentscheidung, kein Strafstoß. Fand ich wunderschön, diesen komischen Account hochgenommen. Dann hier, Elfer nicht bekommen, Kacktor kassiert, erstes Spiel ohne eigenes Tor, erste Auswärtsniederlage ärgerlich, aber was eigentlich zählt. Na, hier obere Tabellenhälfte, 7. Platz, dann hat jemand drauf geantwortet, also der Tweet von Vertikalpass, darauf wurde geantwortet, was auch stimmt. Quasi vom VfB der Screenshot bis ganz nach unten zu Schalke, 11 Plätze auf Platz 18 und auf den Relegationsplatz sind aktuell 8 Punkte, auf den 17. sind es aktuell 12 und auf Schalke letzten sind es aktuell 14 Punkte und darum geht's. Weiterhin 13 Punkte, du bist so circa bei einem Drittel der Saison oder ein bisschen mehr sogar. Hast es aber schon die Hälfte der Punkte, die du brauchst für den Platz 15, von dem her weiterhin alles im Lot. So, dann das Potenzial in der Truppe überragend. Teto, also Klimovic, wird zu einer Rakete reifen. Wahnsinn, die Anlagen. Heute war es einfach die fehlende Chancenverwertung und der Witz, Schiri, der einen verdienten Punkt verhinderte. Mittwoch bitte nochmal Vollgas, das war bisher eine fantastische Runde, kann ich nur so hinzufügen, kann ich nur so unterschreiben. Wie gesagt, mit ein bisschen mehr Glück holst du sogar noch mehr Punkte als die 18 Punkte. Genau. Und dann hier eben zum Thema Gonzales, unabhängig von der falsch entschiedenen Elfmetersituation, Gonzales muss aufpassen, dass er nicht bei jeder Aktion versucht, künstlich etwas herauszuholen. Hat er nicht nötig und hilft auch niemand. Das unterstreiche ich erstmal, plus sehe ich bei Gonzalez zu oft zu sehr die Gefahr, dass er sich von jeglicher Mini-Mini-Scheiße irgendwie provozieren lässt. Dann hast du wirklich, wie gesagt, doof gesagt, jedes Mal die Angst, okay, gleich gibt er einem irgendwie einen aufs Maul oder so. Der ist mir da viel zu, keine Ahnung, ist emotional das richtige Wort? Weiß nicht, aber der ist mir da zu sehr bei absolut jeder Situation auf 180 und höchster Puls und höchste Anspannung, die geht. Jede minimale Scheiße lässt er sich provozieren. Dann so ein paar theatralisches Zeug, wie diese eine Szene, wo er geschickt wurde, nicht an den Ball kommt, vom Wolfsburger weggeschuckt wird, vom Keeper nicht berührt wird und dann fällt er da und schreit los, obwohl da eigentlich nichts war. Das hat er einfach nicht nötig. Das hat er nicht nötig. Da muss Rino oder generell einfach mal den Jungen noch ein bisschen mehr erziehen. Der wirkt mir da ein bisschen theatralisch und sich provozierend, das geht mir so ein bisschen in die Richtung von Neymar, da habe ich keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Dann, beim VfB knirscht es intern, dazu kann ich schon mal sagen, lest euch den Artikel vom Kicker gerne durch. Ich kann dazu jetzt nicht irgendwie fachlich groß was sagen. Was ich nur sagen kann, ist einfach, dass es fucking unnötig ist, Unruhe in diesen Club zu bringen. Es ist zumindest mal sportlich jetzt nicht so, dass Unruhe drin ist, was er normalerweise die Unruhe reinbringt. Es ist irgendwie intern zwischen Vogt und Hitzesberger. Vogt hat irgendwie, keine Ahnung, die Hoffnung gehabt, mehr, wenn ich das alles so richtig verstehe, wollte Vogt irgendwie ein bisschen mehr oder will Vogt ein bisschen mehr Mitspracherecht haben, was aber die Position des Präsidenten irgendwie aktuell nicht mehr hergibt, nachdem dies so ein bisschen geändert wurde, wo man quasi nur einfach die höchste Person ist, die so ein bisschen den Club repräsentiert. Da gibt es dann irgendwie Probleme mit Hitzesberger, zwischen Vogt und Hitzesberger. Ja, keine Ahnung. Dass Vogt irgendwie Hitzesberger an seinem Tatendrang ein bisschen hindern würde und dann ist dass Hitzesberger ein bisschen diese Datenaffäre nicht 100% aufgeklärt haben will oder das halt ein bisschen abblockt, weil da irgendwie bisher noch nichts rauskam und so weiter, wo halt dann Vogt mit seinen externen Leuten, weil was bringt eine interne Aufklärung, ne? Es macht schon Sinn so, das extern zu machen und da halt mit seiner externen Aufklärung irgendwie halt
ja, das Ding halt noch genauer aufklären will, ne? Ist ja auch eine wichtige Sache, vor allem für die Mitglieder. Keine Ahnung. Also ich kann ja jetzt gerade nicht sagen, ob ich irgendwie pro Hitzesberger bin oder pro Vogt oder whatever, will ich auch gar nicht sein. Ich will keine Unruhe im Verein haben. Hab auch keinen, glaub auch nicht, dass es jetzt so schlimm ist, wie es da drin klingt. Warte noch so ein bisschen auf die richtig offiziellen Statements, was da so kommt, aber ganz ehrlich, einfach in Ruhe arbeiten lassen und warum sollten sich Hitzesberger und Vogt irgendwie nicht verstehen? Keine Ahnung. Wo, was mir so ein bisschen sauer aufstößt, ist ja immer dieses Ding von wegen, dass dann eher Vogt immer angegangen wird als ein Hitzesberger, weil Hitzesberger einfach diesen Stallgeruch hat und der war Ex-Spieler und so weiter. Vogt ist nur ein Quereinsteiger und sowas. Ja, ist Hitzesberger doch auch. Der hat doch in der Rolle, die er gerade ist, auch null Erfahrung gehabt damals, als er reinkam. Dem wird, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was davon jetzt alles richtig ist und wer jetzt irgendwie auf der richtigen Seite ist und wer nicht, keine Ahnung. Auf dem Gefühl, er wird solchen Leuten immer ein bisschen mehr durchgehen gelassen als jetzt ein Vogt zum Beispiel, weil einfach, guck mal, der war bei uns, das ist einer von uns, Stallgeruch, bla bla bla. Keine Ahnung. Aber ich stelle mich da auf keine Seite von irgendwem, weil ich da jetzt einfach mal keine großen Risse sehe und sehen will intern. Hab hier ein paar Tweets dazu rausgekramt. Zum Kickartikel hat jemand geschrieben, da liest sich so, als ob Hitzesberger nicht möchte, dass der Datenskandal vollumfänglich aufgeklärt werden soll. Hat Hitzesberger sich gemeldet, liest sich vielleicht so, ist es aber nicht. Bin nach wie vor dafür, dass wir sauber aufklären. Dann hat er noch geschrieben, wir blockieren nicht. Die AG hat die zweite Beauftragung schon längst gestartet, die mehr von der Behinderung der Untersuchung nervt. Am Anfang war es holprig, aber jetzt zieht die Nummer nicht mehr. Dann Hitzesberger, dann noch Vogt, dem auch so ein bisschen vorgeworfen wurde, oder was heißt vorgeworfen, dass er irgendwie gar nicht Mislintat hat verlängern wollte oder sowas, was ich glaube ich nicht glaube. Und halt das, was ja auch durchaus berechtigt war oder okay ist, dass er damals nicht unbedingt dafür war, dass man Matarazzo direkt schon verlängert vom Hamburg-Spiel, weil damals sah es ja danach aus, dass man sich wirklich den Aufstieg verspielen könnte. Jetzt war es natürlich die richtige Entscheidung, wie es aktuell sportlich läuft, aber damals war es durchaus eine berechtigte Fragestellung, ob man das jetzt schon machen muss. Hat hier Vogt auch mal getweetet, noch am 17. Dezember, ein guter Tag für den VfB. Es vermisst hat, bleibt weitere Jahre ein Teil von uns, um den VfB sportlich weiter voranzutreiben. Weiterhin viel Erfolg dir, Sven. Glückwunsch auch an Thomas Hitzesberger, der diese Verlängerung möglich gemacht hat. Und auch gestern nach dem Spiel hat er getweetet: Trotz der Niederlage können wir stolz auf unsere bisherige Leistung sein. Glückwunsch an Thomas, Sven, Rino und dem ganzen Team zu der bisherigen sehr guten Bundesliga-Saison. Grüße an die ganze VfB-Familie und einen schönen vierten Advent. Also nach außen wirkt es für mich jetzt zumindest mal jetzt nicht als so dramatisch, wie es vielleicht manche machen. Geht natürlich jetzt auch ordentlich die Diskussion rum in der VfB-Blase quasi auf Twitter und überall Social Media. Lass die Jungs einfach arbeiten. Ich glaube kaum, dass die sich jetzt, was weiß ich, gegenseitig hassen oder whatever. Ich sehe da auch keinen Grund, warum die beiden sich nicht abkommen, sich nicht abkönnen sollten. Keine Ahnung. Fürs Wohl vom VfB sollten die beiden sich einfach raffen. Wenn es wirklich so ist, dass es da einen Riss gibt, sollten die beiden sich einfach raffen und das irgendwie, keine Ahnung. Die werden jetzt auch keine großen Unterschiede haben in dem Weg, den der VfB gehen will. Beide wollen nur das Beste für den VfB, deswegen einfach mal zusammenraffen. Dann ist es schon alles in Ordnung. So, Mislintat im Kontakt zu Schiri-Chef fröhlich auf, fast ein Bodycheck wieder. Mislintat kennt man ja, dass der sich sehr dafür einsetzt, wenn der VfB benachteiligt wurde. Der hat auch gesagt, das war halt einfach ein Elfmeter, fertig aus. Hat jetzt mal dem Schiedsrichter, dem Schiedsrichterchef geschrieben, kam noch keine Antwort zurück, steht hier im Artikel. Keine Ahnung. Wird halt auch nichts bringen, ne? Sowas wirst du nicht mehr rückgängig machen können, dass so eine Entscheidung nicht gegeben wurde, aber war halt ein Elfmeter. Fertig aus. Dann kommen wir zum Berlin-Spiel, Berlin-Spiel, zum Freiburg-Spiel, die jetzt eben gegen Berlin gespielt haben, deswegen kam ich da gerade drauf. 4-1-Sieg gegen Berlin. Starke und scheinbar auch noch ziemlich eiskalte Leistungen. Auch jetzt in letzter Zeit echt gut drauf, die Freiburger, muss man sagen. Es wird auf jeden Fall kein einfaches Spiel. Hast du ja schon am allerersten Spieltag gegen Freiburg verloren mit 2:3, was ja auch ein Spiel war, wo du rein von Chancen her und Spielanteilen her eigentlich unentschieden auf jeden Fall holen musst, wenn nicht sogar gewinnen kannst und du verlierst es halt einfach. Aber ja, holen wir uns bitte einfach die Revanche und mal den ersten Heimsieg, auch wenn es in der Liga ist, aber mal den ersten Heimsieg dieser Saison. Dann halt im Pokal Mittwoch 20:45 gibt es wieder einen Livestream von mir, wie gesagt. Ja, halt nur auf Twitch. Ihr wisst ja, wie es ja gerade drum steht. Nach aktuellem Stand muss ich diese 90 Tage absitzen.
die man diese Urheberrechtsverwarnungen immer hat, diese Bullshit-Urheberrechtsverwarnung gegen Bremen, beim Stream gegen Bremen. Heißt, aktuell Aussicht bekommt, ist irgendwie geklärt, was ich hoffe, gibt es bis zum 6. März nur Streams auf Twitch, ja. Naja, also in Freiburg haben wir zu Hause echt einen guten Rekord. Haben wir zwar jetzt verloren gegen Freiburg am ersten Spiel, aber sonst davor ewig lange nicht mehr verloren und meistens auch gewonnen zu Hause. Letzte Niederlage war davor. 2:11 haben sie mal verloren, dann aber auch davor lange immer nur gewonnen. Ja, also zu Hause läuft es gut gegen Freiburg, auch schon zweimal im Pokal gespielt gegen Freiburg zu Hause, beide Male gewonnen. 2000 in der Verlängerung mit 2:1 gewonnen und 2013 2:1 gewonnen im Halbfinale, da war ich damals auch im Stadion, sowie auch dann im Pokalfinale, das war eine richtig geile Aktion, das waren richtig geile Wochen. Gegen die Bayern dann, wo wir 3:2 verloren haben. Also im Pokal läuft es gut zu Hause gegen Freiburg, generell läuft es gut gegen Freiburg zu Hause im Normalfall. Jetzt mal gucken, nochmal alles reinschmeißen. Ja, ne, englischen Wochen jetzt, Dortmund, Union, Wolfsburg, ganz viele Spiele auf einmal, aber nochmal alles reinsetzen in das Spiel, da hätte ich richtig Bock drauf, im Pokal mal wieder ein bisschen weiterzukommen, auch wenn du als Fan leider nicht ins Stadion kannst, dafür wäre es ja auch schön gewesen, ne? Du bist seit Jahrhunderten gefühlt, seit 2016? Ich glaube 2016 war das, dass wir kein Pokalheimspiel mehr hatten. Und jetzt haben wir wieder eins, jetzt dürfen keine Fans rein, das ist echt schade, aber Vollgas gegen Freiburg und dann wirst du das Pokalspiel zu Hause auch gewinnen können. Ich bin mal gespannt, freue mich drauf am Mittwoch im Stream dann und dann bedanke ich mich fürs Zuhören bei euch, fürs Zusehen bei euch, ne, Quellen und so weiter, alles am Start. Ich nehme das hier gerade auf um 14 Uhr am Montag, am 21., damit ihr da so ein bisschen den Stand des Inhalts vom Podcast halt habt, ne, dass halt quasi der Endstand ist, wann der Podcast aufgenommen wurde und halt News, die danach kamen, natürlich halt nicht mit drin sind, ne? Nicht aktuell mit drin sind. Und dann haut rein, bis zum nächsten Mal.